So. So. Müsste wieder alles laufen. Was wollte er? Sägeblatt. Ja gut. Ja. Warte mal. Geh mal dahin. Hat er gerade gezwinkert? Gruselig. Wir haben Glück, dass hier drin warm ist. Ja, im Baumhaus wahrscheinlich nicht. Das ist wichtig. Ja, weiter. Ja, Falle. Herstellen. Man sollte die am besten da hinstellen, wo man nicht so oft ist. Hier ist doch am besten, ne? So, Koch. Mach erstmal das vielleicht. Nee, nee, ging ja nicht. Ah, egal. Ja. Hat man den Sägeblatt zuerst. Ja, zuerst eine geraucht hab. Deshalb hole ich auch keine Zigaretten mehr, weil ihr den hier alle wegraucht. Da, da, da. Hoffentlich kriegt man dann was zu essen. Ja, stellst du mal her. Dann machst du dir was zu essen. Und du baust hier oben das auf. Es geht voran, Leute. Wir schaffen das. Wir überleben das. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird schön. Ja, wir müssen etwas zu essen finden. Bandagen haben wir keine mehr. Das ist nicht so gut. Ah, das wird schon alles. Da, da, da. Ja, können wir 2 Mahlzeiten machen? So. Und hier können wir jetzt diesen Biomüll reintun und wenn dann irgendwann mal eine Ratte kommt und ist dann, dann gefangen wird, dann kriegen wir dann 2 Fleisch raus. Ja, Biomüll. Unbekannt. Dauer unbekannt. Anzahl 2 kriegen wir dann raus. Hier wird man 1 Fleisch reinmachen und 2 bekommen. Das heißt, wir bekommen im Grund nur 1 und hier können wir Gemüse... Ach nee, das! Nee, das ist ja ganz blöde Idee. Ich glaube, Gemüse war es eigentlich. Auf jeden Fall ist das das Beste. Bevor wir hier so eine Dose reintun, ich bin ja nicht bescheuert. Ja, und das könnte jetzt eine Weile dauern. Hier machen wir mal die Tür zu. Das soll man wirklich dahin stellen, wo man nicht oft durchläuft. Und das ist ja im Grunde mit der entfernteste Ort. In dem Haus. Leicht verletzt, bandagiert. Die schlafen. Du gibst, ja. Na, was hast du? Die Geschichte. Oh, jeder sollte eine glückliche Erinnerung haben. Ja, 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 ja. Klingt doch nicht mehr. Gut. Das andere lassen wir jetzt mal. Wartet mal kurz. So, bin wieder da. Ist nur ein Feuer ausgebrochen, keine... nichts irgendwie Wichtiges. Nichts passiert sonst. Was machst du da? Ich weiß es nicht. Du hast Hunger und leicht verletzt und bandagiert. Ja, Zeit ist sowieso gleich um. Die Zeit ist um.
Die Nacht. Mit denen sollten wir dann mal reden. Doppelhaus. Super mal. Herr Doppelhaus hin. Mit ihm. Verletzt, verletzt. Schlafen. Ja, im Bett schlafen. Plündern. Im Bett schlafen. Und Wache stehen. Ja. Nein. Nee. Wache stehen, im Bett schlafen. Im Bett schlafen. Plündern, Wache stehen, Bett schlafen. Gut. Ist ja schlimm hier. Das nehme ich glaube noch nie mit. Aber ich werde das Maschinengewehr nochmal mitnehmen. Ich werde das Messer nochmal mitnehmen. Und 5 Munition. Plündern. Es wird ein Heidenspaß. Das wird ein Spaß. So, den Kerl haben wir jetzt umgelegt. Ich hoffe, der liegt immer noch da. Ich brauche die Munition. Überhaupt alles da. Gefährlich. Na, was ist, wenn da jetzt jemand durchkommt? Gehen die. Na? Geht. Geht, geht. Geht woanders hin. Genau. Los, los. Der liegt da nicht mehr, oder? Du willst mich doch verarschen. Nein. Er ist weg. Er ist weg. Nein. Warum? Die Munition und alles. Nein, da war nix. Alles wird gut. Wieder mal jemanden Unschuldiges getötet. Ah, jetzt. Ja, das mit Ivana versteckt dich, das klingt so wie... Ja, ich glaube, ich habe da gerade nette Leute getötet. Toll, das macht es... Ist auch ganz persönlich, ist das nicht ganz so toll. Ja. Das ist nicht besonders toll.
toll. Ich tu, ja, ich finde es selber nicht toll. Ich finde es überhaupt nicht toll. Oh Gott. Jetzt das Klassische, was habe ich getan? Ich fühle mich persönlich jetzt auch schon schlecht, weil die wirklich so sagte, nein, nicht. Versteck dich. Hier ist die Waffe. Das ist nicht toll. Was lohnt sich denn da hier hinzugehen? Eigentlich überhaupt nicht. Toll, ich finde, ja, toll. Das Spiel nimmt einen mit. Das Spiel nimmt einen richtig mit. Nur der eine Satz, ich habe vergessen, wie die hieß. Versteck dich. Das ist schon so, ja. Na toll. Ja, man schafft es, dass man sich schlecht fühlt. Tolles Spiel. Davon haben wir noch genug. Ich nehme mal den Tabak mit. Verdammt. Der eine Kerl mit der Schrotflinte war eigentlich der einzige. Ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal hier in dem Spiel gemacht habe. Während einer Aufnahme oder so, da bin ich auch hier lang gegangen. Nur lang gegangen. Da hat er mich gleich erschossen. Deshalb. Ja. Okay, da ist auch noch was drin. Es ist nicht toll, also ich fühle mich jetzt wirklich schuldig. Das ist nur ein Spiel, das nimmt einen aber mit, das nimmt einen richtig mit. Das ist so ein richtiges... Was habe ich getan? Ja, so ein was habe ich getan. Kommst du? Ach so, du gehst so lang. Komme ich hier hoch? Wohnen hier doch noch Menschen? Na, ich komme hier nicht rein. Wetten? Vergiss es. Toll. Toll, toll. Ist sonst nichts hier? Da unten ist ein Kühlschrank. Teile. Da, 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 da. Ah. Ja, hier komme ich dann da lang. Ja, hier ist wahrscheinlich nichts Wertvolles. Ein Sägeblatt brauche ich so oder so. Dann lassen wir mal das da, dann lassen wir mal das da. Und das. Und das.
Jetzt habe ich zwar doch Platz. Na gut, nehmen wir mal. Solange ich noch Platz habe, das mit. Es wird wieder so, es wird spät, es wird spät, es wird spät. Na komm, renn. Hallo? Renn? Okay, ich gehe mal zurück. Ach, lass mal jetzt den Schrank. Ich... Markus, Gott sei Dank. Ja, hören wir hier auf. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ich fühle mich wirklich schuldig jetzt, aber... Na gut, jetzt haben wir es gemacht. Ich glaube, jetzt brauchen wir Alkohol für die Leute, dass die sich hier... Naja, jetzt haben schon zwei Leute getötet. Das ist Tag 10. Gleich wird gespeichert. Das ist gut. Jetzt gucken wir mal noch, was der jetzt sagen wird, was er jetzt sagen wird. Dann wird diese ganze Scheiße, weil ich möchte nicht scheinbar einen Todesfall. Ich werde, die sind jetzt alle ziemlich deprimiert. Und der Babel. Am Boden zerstört. Ich bin schwer verletzt, ich werde sterben, wenn ich keine Bandagen kriege. Toll! Toll. Und der Marco, der... Ja. Gut, beenden wir hier die Folge. Na gut, ist ja, ja, gut, aber wir haben jetzt was zu essen. Und mit der Säge gehen wir dann dahin nochmal, um in die Küche zu kommen und so. Und mal gucken. Erfolgreich, ja, erfolgreich war es schon, denke ich mal. Zum Supermarkt sollten wir auch nochmal gehen, nur leider, ja. Ja gut, außer den Kerl mit der Schrotflinte waren das eigentlich alles nette Leute. Naja, Kollateralschaden im Krieg, sag ich mal. Aber, naja, gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Aufgeben. Ciao.